Kommt zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir sind kurz vor Ende dieses Tempels und wir müssen jetzt noch gegen den Boss kämpfen. Dann gehen wir jetzt los. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Wie besiege ich die, bitte schön? Vielleicht erstmal die Bomben ausrüsten. Genau das, was ich gebraucht hatte, ein Herz. Ja, ich habe eigentlich genug Sachen dabei. Sollte eigentlich alles glatt gehen. Oh, ich hab die one-hitted mit dem Bogen. What the fuck? Kann die also so kaputt machen. Falsche Waffe auswählen. Soll ich mein Herz droppen lassen? Soll ich mich jetzt wegen einem... Nee. Bei meinem Glück falle ich runter. Hier ist schon der Boss. Okay Leute, jetzt wird's ernst. Oh. Ah ne, ich habe ja schon eine Fee. Okay, gut. Okay Leute, das speichern wir mal ab. Jetzt geht's zum finalen Kampf. Ich gehe mal kurz pissen. Okay, frisch entleert zurück. Kämpfen wir jetzt gegen den Endgegner. So, jetzt wird's ernst. Okay, Bomben, Bumerang, Bogen. Ich habe irgendwie Angst. Ich weiß überhaupt nichts über den Endgegner. Ich werde wieder voll failen. Du hast dich als würdig erwiesen, bis hierher vorzudringen. Auserwählter. Stell dich deiner letzten Prüfung. Oh nee, ne? Oh nein. Ich hasse es, gegen Hände zu kämpfen. Okay, soll ich mit dem Bogen aufs Auge ziehen? Ich
Oh oh, der ist böse. Oh, okay. Achso, ich muss da reinschießen. Oder? Nein, Bombe, Bombe. Nein! Ich bin so ein Mongo. Ohne Scheiß, ich hab's nicht gecheckt. Okay. Alter, verpiss dich mal. Lass mich nicht treffen. Oh oh, oh oh. Komm, mach das. Scheiße. Nur 8 Pfeile. Eine Güte noch. Ja, was soll man denn machen, wenn man keine Pfeile mehr zur Verfügung hat? Wichser. Okay. Ich will gegen den Großen kämpfen. Ich hab hier keine Pfeile mehr. Krieg ich neue her. Aha! Aber geil. Okay, gut. Okay. Ich wette, jetzt legt er richtig los. Oh, danke schön. Oh, ich sehe gerade, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, das war gemein. Aber macht er noch nicht mal ein halbes Set Schaden. Ziemlich schlecht eigentlich. Ich sollte mich nicht beschweren, wer meinen ersten Bossfight gesehen hat. Und ein blödes Mistvieh, ohne Scheiß. Das war's wohl. Der Weg hat sich soeben aufgetan. Auserwählter. Was dich von nun an erwartet, ist das Schicksal, das du selbst gewählt hast. Schreite aufrechten Hauptes voran. Krieg ich keinen Herzcontainer? Ey, ich spuck sofort ne. Ja, ich wollte schon sagen. Ja, und die Musik leckt so voll geil. Du hast einen Herzcontainer gefunden. Damit erhöht sich deine Energie zum dritten Mal um 1. Zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig aufgefüllt. Okay, 6 Herzen. Man könnte mehr haben. Aber leider finde ich keine Herzcontainer. Keine Herzteile. Ich muss noch welche suchen. Das werde ich vielleicht offscreen machen. Ich würde gern mindestens 2 Herzen mehr haben, als man durch Endgegner kriegt. 8 Herzen wären schon richtig geil. Bin ich denn jetzt? Okay, gut. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ich werde hier einfach so abgesetzt mit so einem Pfeil.
ist das denn hier? Ich höre ziemlich stark den Wind blasen. Ah, da hammert es doch. Jetzt muss ich wahrscheinlich runterziehen. Ah, das ist natürlich ziemlich cool. Aber wie sind wir jetzt so schnell da runtergekommen? Moonjump. Gut gemacht, Tobi. Es hat den Anschein, als hätten die Götter dich als Helden anerkannt. Aber glaube nicht, dass deine Prüfungen damit beendet wären. Sobald du durch das Licht trittst, das du vor dir siehst und einen Fuß in die Welt dahinter setzt, beginnt erst deine wahre Prüfung. Bist du bereit, Tobi? Du möchtest mich bestimmt fragen, wo wir hier eigentlich sind, nicht wahr? Bedauerlicherweise fehlt uns jetzt die Zeit für lange Erklärungen. Aber sobald du mit dem Gegenstand, den du in diesem Schloss gefunden hast, Ganon bezwingst, wirst du von selbst alle Antworten bekommen, nach denen du suchst. Was? Habe Vertrauen in meine Worte und wage dich in das Innere des Schlosses. Jetzt müssen wir schon Ganon besiegen? What the fuck? Ohne Scheiß, der Emulator kackt schon wieder ab. Super, ohne Scheiß, richtig geil. Ich finde das wieder richtig toll. Jetzt muss ich. So Leute, der Emulator ist mir gerade eben wieder abgekackt, als wir unten an dem Schloss von Ganon waren. Und dann war ich wieder am Anfang hier von dem Tempel, weil ich habe ja vor dem Endgegner abgespeichert. Und dann dachte ich mir, by the way, gucken wir uns mal an, was hier so hinter dem Auge war. Hier war ja noch eine Truhe. Ja. Ich schätze mal wahrscheinlich so ein Glücksamulett. Oder vielleicht, wenn wir richtig lucky sind, ein Herzteil, das wäre richtig geil. Aber bei meinem Glück ist es nur so ein Glücksamulett. Oder eine Schatzkarte. So eine Schatzkarte kann uns ja auch zu einem Herzteil führen. Ja. Okay, ich werde jetzt nochmal den Endgegner machen und dann sehen wir uns unten wieder am Schloss, wo ich gerade eben aufgehört habe. Ciao! Okay, willkommen zurück. Ich muss jetzt nochmal zweimal den Endgegner neu machen und jetzt den Emulator mal nicht abgekackt. Natürlich werde ich jetzt direkt mal speichern. So. Dann gehen wir mal weiter. Wie viel haben wir noch? Ja, wir haben noch Zeit. Was ist das denn da gerade? Das soll Wasser sein. Ziemlich gruselige Welt. Gehen wir jetzt in das Schloss. Steht alles still. Was
Zum Glück müssen wir gegen die nicht kämpfen. Hoffe ich. Das Zelda. Das muss wohl Link sein. Alter. Das sind voll viele Gegner. Das sind hier richtig gruselig. Ich glaube, wenn ich gegen die alle in einem Raum kämpfen würde, würde ich voll versagen. Hey! Nun, Tobi, hier darfst du dir mal selber ein bisschen das Köpfchen verrenken. Das, weswegen du hergekommen bist, verbirgt sich hier irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber durch eine schwere Tür versperrt, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit sich diese Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Gut, ich bin noch nicht so und gebe dir sogar einen kleinen Tipp. Die Lösung des Rätsels hat etwas mit der Form des Wappens zu tun, das du hier überall siehst. Das ist Triforce. Okay. Voll gruselig, so ohne Musik. Ich denke, oder ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin. Wo habe ich mich gerade erschrocken? Ah, hier kann man anscheinend doch nicht raus. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Also voll unerwartet. Muss es hier irgendwo sein. Ich probiere besser nicht, ob ich die Gegner schlagen kann. Die sind mir alle viel zu stark. Entweder werde ich das später bitter bereuen, das nicht gemacht habe, oder? Also ich mal ausprobieren. Ich mach's lieber nicht. Eine Statue von Link. Bin ich denn jetzt hier hingekommen? Hier bin ich doch hergekommen, ja. Muss ich wohl nach oben? Erstmal. Ich hätte eh kaum noch Pfeile. Ziemlich gruselig hier. Oben war jetzt auch nichts. Versuche jetzt mal anzugreifen. Ne, kann ich nicht. Muss ich wohl hier lang. Oder bin ich halt immer noch da, wo ich gerade eben auch war? Irgendwie das Gefühl, dass ich hier so auch so einen Stein platzieren muss, aber ich weiß nicht, ob ich hier einen finde. Da bin ich ja gerade eben auch hergekommen. Ich war jetzt eigentlich schon überall und habe hier nichts gefunden. Oh ja. Bitte, bitte, bitte. Könnte ja sein, dass ich hier meinen Taktstock schwingen muss. Nicht in der Mitte stehen. Thank you.
Karte kann ich nicht aktivieren. Ziemlich gruselig hier alles. Können wir hier vorne hin? Verdammt. Der meint, wir müssen ins Untergeschoss, aber wir wissen ja gar nicht, wie wir ins Untergeschoss kommen. Das ist der Raum, in dem ich bin, auch falsch. Naja, wie es hier in diesem mysteriösen Schloss weitergeht, in dem die Zeit still zu sein scheint, seht ihr im nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Tschüss. Waking up is beautiful when I am with you.